Das ist ein Fehler der Brasilianerinnen. Und das Match ist aus. Ja, unsere Gegnerin hat das Netz berührt. Und zuerst habe ich es nicht gesehen. Also ich habe mich eigentlich auf den Ball konzentriert. Aber nachher hat der Schiri gepfiffen. Und ab dann sind dann die Emotionen auf. Ich dachte, wow, kann das wirklich sein? Ich habe mich riesig gefreut, oder wir haben uns riesig gefreut, aber irgendwie konnte ich es gar nicht so richtig glauben, dass wir jetzt wirklich das Turnier gewonnen haben. Und Philipp Gabatula freut sich. Klar, du trägst deinen Teil dazu bei, oder versuchst es zumindest. Girls sind auf dem Feld und müssen es nachher aber machen. Und ja, dass das dann in dem Moment so aufgegangen ist, über all die Spiele, es waren fünf Spiele in Serie, die wir gewonnen haben, bis wir wirklich am Schluss die Goldmedaille hatten. Und ein super Moment war, wo ich sicher so, ja, als Coach eine riesige Erfahrung, und den werde ich sicher nie mehr vergessen. Wir haben es uns definitiv verdient. Ich glaube, eben, wie gesagt, kein einfacher Saisonstart. Ich bin zurückgekommen von einer Verletzung. Und ja, es war einfach schwieriger gewesen, als wir gedacht haben. Auch für mich mit dem Körper. Und auch, ja, das Niveau ist halt einfach gestiegen. Es war alles viel enger gewesen. Und wir müssen geduldig sein. Wir haben noch nicht zu unserem hundertprozentigen Spiel gefunden. Wir haben so kleine Rituale erarbeitet, wie jeder für sich. Zum Beispiel so im Moment kann bleiben, wie man kann Sachen abhaken kann, die vorher waren. Damit man wirklich einfach sich nur auf den kommenden Ball konzentrieren kann, der gerade kommt. Dann auch einfach, ja, als Team, wie man seine eigenen Stärken am besten ins Spiel bringt, wie man den anderen kann unterstützen und nicht rausbringt und so Sachen. Ich glaube, dort haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten viel daran gearbeitet, und jetzt eigentlich hat es so Pass auf dem Feld.